herzlich willkommen zu Let's Play. Wann kommen denn die ganzen Schüler jetzt? Bei Yandere Simulatore. Ja, es ist Mittwoch hier und es ist Samstag. Vielleicht ein bisschen später samstags. Wer weiß, wann dieses Spiel, beziehungsweise dieses Video. Oh, da kommt Senpai. Hallöchen, Senpai. Wir haben es lange nicht gesehen. Oh. Das weiß ich nicht, was mit uns ist. Aber wir werden definitiv in dieser Folge ein paar neue Dinge ausprobieren. Und ich freue mich auch schon, dass ihr hier mal wieder eingeschaltet habt. Denn ich habe vor, jemanden zu rufen. Reputation ist natürlich voll, jemanden zu rufen. Und dann möchte ich die einzelnen Körperteile zersägen. Und dann versuchen, in den Raum zu tun, der dort irgendwie oben in diesem Okel Club oder so ist. Oder wie das immer noch hieß. Ich habe keine Ahnung mehr. Hey, wo sind denn hier die ganzen Freaks, die hier mal alles bewachen? Wo sind die denn? Merkwürdig, merkwürdig. Oder wir könnten auch ein paar andere Dinge machen. Wartet mal. Sekunde, 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 Sekunde. Cooking Club, hier gibt es einfach so viel. Hä, was ist mit der denn los? Seit wann ist denn hier eine Person drin? Reden wir mal kurz. Greetings. You're already in Club. Ach so. Ja, in welchem Club sind wir denn? Ich weiß es gar nicht mehr. Mann, Mann, Mann. Okay, Club. Hier war das, ne? Mit dem Messer. Genau. Alter Schwede. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Was ich auch noch vorhatte, ist... Moment, ich schau mal kurz. Ein bisschen Müll zu bauen. Ich wollte ein bisschen Müll bauen. Wartet mal. Einige haben auch noch in die Kommentare geschrieben, ja, du kannst auch deinen Helden ändern. Das mache ich jetzt mal ganz kurz. Eine Sekunde. Ja, das war Tag neu starten. So. Sekunde. Titan. Nein, Titan wollte ich nicht. Titan ist falsch. Titan ist falsch, ey. Machen wir mal Bad Time. Alter. Habt ihr das gesehen? Wartet mal. Sekunde. Psychokinese können wir machen. Alter, wie krank ist das denn? Wie bescheuert ist das denn? Wie kommt ein Entwickler auf so eine Idee? Können die überhaupt was sagen? Ich weiß es gar nicht. Was ist mit der Lehrerin los? Ach du Scheiße, bescheuerte Welt. Bam 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 bam. Was ist der Sinn dieses Mods? Warum macht man sowas? Warum macht man sowas? Die Polizei ist da. Ey, was macht sie? Sie macht Kniebeugen, glaube ich, oder so. Was geht denn da ab? Ach du Scheiße, ich kann nicht mehr. Scheiße, ich kann nicht mehr. Wie kann man das übersehen? Die eine wollte da jetzt eigentlich vorbeirennen, ohne irgendwie etwas zu tun. Ach du Scheiße. Wartet mal, neu laden. Das muss ich neu laden. Das ist krank. Das ist bescheuerte Welt. Voll krank. Wie kann man auf solche Ideen kommen? Alter, wie bescheuert. Einfach krank. Galo, wartet mal. Wir nehmen mal Hateful. Och du Kacke, das ist mir zu schlimm. Das ist mir zu schlimm hier. Zu schlimm. Slender Mode hatten wir schon, Falcon Mode. Yeah! Moment, ich will mal noch was ausprobieren. Ihr habt das ja auch schon in die letzten Kommentare geschrieben hier. Ich kann auch noch mit diversen Charakteren etwas tun. Sekunde, Sekunde. Oh! Moment. Ach so, nee, kann man vergessen. Neuladen. Ja, bitte. Neuladen. Ich will es einfach tun. Sorry, Leute. Ich weiß, ich bin jetzt gerade vom eigentlichen Thema ab. Ich weiß. Viele wird das auch wahrscheinlich langweilen. Viele haben auch keinen Bock darauf. Was ist das denn? Oh, du kannst es tun. Oh, Sailor Moon. Sailor Moon. Sailor Moon. Sailor Moon.
Moment. So. Hey. Kann ich nicht angreifen mit der? Doch. No, it can't be. Alter, die Lehrerin ist gestorben. Die Lehrerin ist gestorben. Ich dachte, die können wir gar nicht killen. Hi. Greif an. Greif an. Los. Los. Greif an. Boah, wie heftig. Alter. Wie übel. Amoklauf. Kann man Senpai umbringen? Dann ist das Spiel vorbei, oder? Komm, 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 komm. Wir haben Senpai umgebracht. Wie geil. Wie geil, wie geil, wie geil. Was ist, wenn wir alle umbringen? Passiert was? Attacke. Solarstrahl. Oder Sturmangriff, was auch immer. Was zum Teufel? Die ganze Schule ist auseinandergefallen. Alle gestorben und so. Hä? Ich dachte, der Kerl ist tot. Sein Geist ist wahrscheinlich noch da. Dispose of body parts. Mop up Blut. Ja, Blut hier. Ist klar. Ist klar. Nehmen wir den mal mit. Tschüss. Oh, geht gar nicht. Alles klar. Da habe ich mich vertan. Gibt's denn hier noch Überlebende? Ich weiß es gar nicht. Alter. Nee. Das ist bescheuert. Das ist wirklich bescheuert. Das ist bescheuert. Was mit ihr? Die ist unbesiegbar. Wetten? Ja. Die ist unbesiegbar. Die ist unbesiegbar. Was ist da los? Die ist unbesiegbar. Die ist unbesiegbar. Ich glaube es nicht, es sagt. Ach du Kacke. Naja, Freunde. Das war wieder eine weitere Folge von Yandere Simulatore. Ich wollte das ein bisschen testen. Ich weiß, ich habe da jetzt nicht das gemacht, was ich eigentlich vorhatte ursprünglich. Ihr könnt ja nochmal gerne in die Kommentare schreiben, was ich noch gerne am besten machen kann. Zum Beispiel Person XXX gehen, ihr die Unterhose klauen und dann in den Klo werfen und dann aus dem Klo wieder rausnehmen und ihr dann in den Po reinstecken oder was auch immer. Je nachdem, worauf ihr Lust und Laune habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich versuche das dann so zu machen, challenge-mäßig. Ich werde dann auch eure Namen einblenden, wenn es geht. Und ansonsten sehen wir uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge, wenn es dann ein bisschen nochmal interessanter wird, weil in dem Spiel kann man ja wirklich vieles machen. Ihr habt selbst gesehen, wir haben die eine Lehrerin umgebracht. Oder die Sportlehrerin, die glaube ich dort direkt auch am Tor war. Ich weiß jetzt nicht, ob die auch ursprünglich so zu killen war. Vielleicht ist es auch durch ein Update passiert, ich weiß nicht. Aber ich dachte, die kann man gar nicht killen. Die ist unbesiegbar, genau wie die Frau draußen. Aber wir haben es geschafft und ich bin... ja, froh darüber. Froh darüber, dass wir es überhaupt geschafft haben. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge von Yandere Simulatore E-I-O-I-2.